Willkommen zu Frequent Trader TV, zu einer frisch gepressten Ausgabe aus der Konserve. Heute nehmen wir die Ausgabe für euch auf gegen 14 Uhr. Ihr werdet sie um 19 Uhr sehen. Deshalb denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und beachtet die Frage des Tages. Stammtisch haben wir auch und Kanalmitgliedschaft. So, das ist der wichtige Teil. Dann geht es um die Themen und zwar die lustige Giorgia Meloni und der lustige Olaf Scholz haben sich getroffen, wollen jetzt Feuer unterm Arsch machen bei der EU. Gemeinsam quasi feuerfrei aus Berlin und Roma. Dann geht es weiter mit den Freunden von Ryanair. Die haben keinen Bock auf Frankfurt. Finnair hat einen geilen Deal ab Helsinki nach Chicago für 1299 Euronen. Leittarif, kein Koffer inkludiert. Qatar Airways sponsert die FIFA weiter für 2026, 2030. Gehen wir auch drauf ein. Ural Air steht ein bisschen im Weizenfeld länger rum. Da gibt es wohl politisch auch Probleme. Und Lufthansa City hat die ersten Piloten eingestellt. Da wird es auch ernst. Und geht los in München. Jetzt seid ihr dran, wenn ihr nicht den Kanal schon abonniert habt und so weiter, das Ganze jetzt zu tun. Tut es jetzt. Like! Wichtig ist jetzt, dass wir mit dem ersten Thema anfangen. Und zwar ist das bei der EU so, dass man der Lufthansa so ein bisschen Feuer unterm Arsch macht. Und jetzt will man Feuer aus Berlin machen. Giorgia Meloni war gerade beim Bundes-Olaf und man möchte dort den Einstieg der ITA etwas schneller gestalten, damit das auch 2024 geht. Die Freigabe der EU-Kommission ist jetzt immer noch nicht da, aber man muss halt jetzt so ein bisschen mit der Rückendeckung arbeiten, weil nämlich die Freunde vom Eierfranken und der KLM da wohl auch Feuer unterm Arsch machen. Und das ist der Grund, warum es dort 600 Einzelfragen, 600, ja, ich weiß nicht, wie sowas normalerweise ist, aber ich glaube, 600 ist schon eine harte Nummer. Und dann natürlich die Aufgabe der Slots. Und wir hatten ja festgestellt, dass die Aufgabe der Slots schon beim ersten Mal relativ dumm gelaufen ist und es nichts bringt. Aber auch hier wieder, wenn die Freunde der Eierfrank KLM das machen, ist es nicht verwerflich. Das würden die Freunde von Hansens ja auch machen. Also insofern müssen wir da sagen, gutes Spiel, gutes Gelingen. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht, ob das so ein Hornberger Schießen ist, dass man am Ende des Tages vielleicht so hier ein bisschen weggeben muss, aber nicht wirklich viel. Und diese Geschichte wird uns wahrscheinlich weiter verfolgen. Die Geschichte uns nicht weiter verfolgt, das ist SAS. Die sind nämlich schon durch mit den Freunden von der EU. Da ist alles in trockenen Tüchern gestern gewesen. Die dürfen weiter übernehmen, aber es sind ja auch nur unter 20%, 19, glaube ich, 19, irgendwas Prozent, die machen. Also das heißt, die SAS, die ist weg zum Sky-Team und ITA wohl auch vom Hansens übernommen und geht dann in Miles & More ein, was ja eine relativ gute Geschichte ist für alle Vielflieger. Könnt auch hier kommentieren, was ihr davon haltet und was ihr davon denkt. Da bin ich mal gespannt. Jetzt gibt es Neuigkeiten aus dem München, aus dem Bayerischen. Und da sitzt ja auch die City Airlines. Die City Airlines mit ihrem 319er haben ja auch im Sommer 2024 vor zu starten. Und dann braucht man natürlich Piloten. Und die ersten 200 Piloten sind rein englischsprachige Bewerber geholt worden. Also auch, nicht ausschließlich, aber ich sag mal so, der Deutsche spricht ja auch Englisch. Zumindest denkt er, wenn er Englisch spricht. Ist aber Gott sei Dank nicht so schlimm wie der Italiener. Wenn man das Gefühl hat, dass der Italiener Englisch spricht, dann denkt man, der spricht, also wenn er Englisch spricht, dass er immer noch Italienisch spricht. Aber nun gut, lass uns nicht weiter lästern. Es ist halt einfach so, dass man die Beredung der City Airlines jetzt anfängt mit der Lufthansa City als Markenname. Und diese 200 Piloten, die kommen jetzt an den Start. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Denn ehrlicherweise geht es da ja um Einsparungen, wie wir festgestellt haben, 1 bis 2 Millionen Euro pro Jahr, weil es Personal billiger ist. Das ist krass im Gegensatz zur Mainline. Also da kann man schon Hansens ein bisschen verstehen. Muss man ehrlich sein und sagen, yo Carsten, das ist so. Da muss man respektlos sagen, viel Knete. Und wenn man überlegt, dass man dort ja mit 40 A220ern und
zwei eventuell starten, also entweder oder. Irgendwie war ja auch die 737 beim Gespräch. 40 Stück, das sind 40 bis 80 Millionen. Das ist schon richtig Geld. Da muss man. Aber wenn die Einsparungen bei uns auch kaum kommen, ja, bin ich mal gespannt. Gut. Frankfurt Flughafen, Terminal 3, ist ja eigentlich so das Billig-Terminal gewesen, wenn man vom Billig reden kann. Und da soll es ja hin umgezogen werden, was jetzt gemacht wird. Und Ryanair sagt, man möchte nicht so schnell wieder nach Frankfurt zurückkehren, man ist da raus. Deutschland ist am unteren Ende der Liste. Gut, der Grund ist natürlich, dass man andere Märkte hat, wo man mehr Knete sammeln kann. Und von 2017 bis 2022 war es ja so, dass man dort auf dem Lufthansa-Gebiet eine eigene Basis hatte in Frankfurt und die von Sonderkonditionen, also quasi alle Rabatte ausgelaufen ist. Dann haben wir einfach gesagt, nö, dann gehen wir wieder. Das ist so Ryanair-Style und daran sieht man halt wirklich, dass die so eine kleine Made im Speck sind, die sich einfach die Subventionen klauen. Aber, wie sagte der Ryanair-Chef Eddie Wilson, und zwar, wir sind bereit, über alles zu reden, aber man braucht Sicherheit bei den Kosten. Zurzeit steht Deutschland ganz am unteren Ende unserer Liste. So müssen wir es richtig kommentieren und übersetzen. Ja, warum? Ja, weil Deutschland einfach von den Kosten her höher ist, was die Fluggesellschaften angeht. Und wenn wir hören, dass man ja die Flugsicherheitsgebühren nochmal erhöhen möchte von 10 auf 15, dann hat er natürlich noch weniger Bock. Und auch ist es so, die haben ja Probleme mit den 737 MAX, die können gar nicht so schnell wachsen, wie sie wollen. Und die Flugzeuge sind dann halt heiße Ware. Und ja, es gibt halt Märkte, die mehr Knete bringen. Denn die Flugzeuge sind überall gleich viel. Personalkosten in Europa sind ja auch relativ ähnlich. Sprit ist auch ähnlich. Aber es sind halt die Kosten an den Flughäfen. Und wir wissen ja, dass die Flughäfen selber die Kosten in die Höhe treiben wollen. Und natürlich die Sicherheitsgebühren. Und das ist dann natürlich für Ryanair ein ganz, ganz schwieriges Thema. Man muss natürlich Ryanair-Chef O'Leary auch zitieren, dass er gesagt hat, dass bei der Eröffnung Billigflugterminals im Terminal 3 im Frankfurter Flughafen, dass man da eventuell zurückkehrt. Aber vielleicht ist das ja auch nur Gerassel, dass man zurückkehren möchte, aber sagt, musst du was an der Pinke machen. Ne? Also das ist zu teuer. Das ist so das Thema. Also ich halte bei denen alles für möglich. Weil bei denen gehört ja Klappern nicht nur zum Geschäft, sondern zum täglichen Arbeitsgebaren. Die sind ja anscheinend so, dass sie morgens wach werden und schon irgendeinen Quatsch im Kopf haben, wo sie denken, ach, das muss ich heute in die Welt raus posaunen. Wer auch in die Welt raus posaunen wieder möchte, das ist der Flieger von Ural. Und zwar die Freunde von Ural, die wollen ja das Flugzeug aus dem Weißen Meer hauen. Oder wie heißt nochmal das von unserem König von Mallorca? Ein Bett im Kornfeld. Und das ist halt natürlich das Problem, dass das Flugzeug starten soll. Und man wartet jetzt darauf, dass das Ganze ein bisschen gefriert. Wir haben hier auch Schnee. Und also so Slush, wie das auf Englisch heißt. Wie heißt denn das auf Deutsch? Matsch. Schneematsch. Schneematsch ist, glaube ich, der deutsche Begriff. Und es ist auch alles so gewesen, dass man sagen konnte, es sollte losgehen. Denn am 12. September, als die Bude gelandet ist, da dachte man, na, die Bude bleibt da. Die wird filetiert und weg. Aber jetzt ist es so, dass natürlich dort Probleme sind, obwohl die Maschinen nicht beschädigt worden sind. Dass es dort halt ein Problem gibt. Denn der Vorsitzende des Bezirks Ubinski, das ist der Oleg Konjuk, sagte gegenüber einer Zeitung dort in Novosibirsk, KP Novosibirsk, dass Ural Airways ihn informiert hat, dass der Flieger möglicherweise über den Winter auf dem Feld stehen bleiben werde. Und sie werden ihn dort vielleicht auch einbauen. Finde ich eine krasse Nummer. Er ist halt etwas angepisst, wenn man ehrlich sagen möchte. Und zwar heute sagen sie, morgen sagen sie vielleicht etwas anderes. Und in einer Hand liegt, also in seiner, er ist dafür nicht verantwortlich. Er ist nicht der Veranstaltungsleiter, denn wenn es ihm ginge, weg mit der Bude, weg. Aber das Wetter ist auch sehr gut geeignet. Und wenn man den Igor Suscho da sieht, da ist es wohl so, dass Russland ein Dritte-Welt-Land ist. Denn zwei Monate nach der Landung in einem Feld in Sibirien hat das Passagierflugzeug immer noch nicht das Ganze verlassen, aber man hat zumindest einen Zaun um das Flugzeug gebaut. Ihr seht das wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich das Bild auf dem Thumbnail nehmen, damit ihr das mal seht.
Und es kommt Frost, kein Schnee, das ist eigentlich relativ gut. Aber es ist ein Problem anscheinend. Und zwar ist es so, dass Ural Airlines sagt, dass zwar ein bisschen Schnee liegt und der Zaun auch da steht, um die Diebe zu hindern da dran. Aber es ist halt nicht so, dass man da jetzt anfängt, irgendwas zu machen. Das Feld, auf dem den 320er Not gelandet ist, ist 6 Kilometer lang, was relativ cool ist. 150 Meter maximal breit, also 100 bis 150. Kannst du also keine bessere Landebahn finden, weil so eine Landebahn ist ja nur 45 Meter breit oder so in einem Dreh ein bisschen weniger. Aber man hat in der Mitte halt eine Baumansammlung und damit wird er in zwei Teile geteilt. Gelandet waren die Piloten dort. Klar, wegen der technischen Probleme. Und wenn du da so richtig schön reinflairst und alles, kannst du das ja alles machen. Du kannst eine kurze Landung machen. Aber ich bin mal gespannt. Es gibt wohl neue Umstände. Und deshalb soll das Ganze neu aufgerollt werden, was da passiert. Denn Rostia, wie heißt eine Rosaviazia, kannst du kaum aussprechen, Rosaviazia. Die Behörde dort, die hat quasi ihren Bericht zurückgezogen. Ich bin mal gespannt, was das wird, ob das auch so eine ITA-Nummer wird. Never ending story. Ach ja, der Hals. Jetzt um 12:14 haben wir Qatar Airways, also 12 Minuten 14 in die Sendung. Und Qatar Airways hat ja Flag bekommen, hat Feuer bekommen für viele Sachen. Einmal für die Geschichte mit dem Kollegen, der da sein... wie heißt das? Self-Tanning, also sein, ich glaube, das nennt man Foundation, die so ein bisschen Farb ist und Feuchtigkeitscreme. Und dann für die Intimuntersuchung nenne ich es einfach mal. Aber jetzt ist es so, dass man sagt, nein, wir möchten weiter die FIFA mit der World Cup Series die nächsten 7 Jahre unterstützen. Und man möchte damit die Wettkämpfe in Nordamerika, Europa, Afrika, Südamerika unterstützen. Und nachdem man 2022 ja so eine kontroverse WM da abgeschobert hat, ist das so, dass man halt 2026, 2030 den Männer-Weltcup und 2027 den Women's World Cup und die FIFA U17 World Cup, welche in Indonesien abspielen, unterstützen will. Man hat keine Summe genannt gekriegt, das heißt also weder Qatar Airways oder die FIFA haben gesagt, wie viel die ganze Bude gekostet hat. Aber wir reden da über 8 Stellen, also das heißt so 10 Millionen nördlich, muss man jetzt mal so sagen. Aber nicht 10 Millionen, das werden wahrscheinlich so ein bisschen mehr sein. Die werden wahrscheinlich so an weiter oben leihen. Und man ist Partner der FIFA seit 2017 und damit ist es so, dass natürlich das Ganze dann dem Sportswashing dient, um halt Katar dort ein bisschen besser stehen zu lassen. Und man muss halt auch hier sagen, dass man Qatar Airways auch die Formel-1-Rechte gekauft hat. Die haben sie ja damals von Emirates weggenommen. Und das ist auch so ein Deal bis 2027, der läuft, wo man wohl 50 Millionen bezahlt hat. Und es ist wohl kein Geheimnis, dass Qatar das Doppelte von Emirates bezahlt hat. Wobei man natürlich sagen muss, Thierry Antinori, viele Grüße nach Qatar, ist auch ein Fußball- und Formel-1-Fan. Und er hat das Ganze dann mitgenommen. Er kennt ja beide Deals dann in- und auswendig. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man natürlich in Bayern München den Deal jetzt im gegenseitigen Einvernehmen beendet hat. Und da gibt es halt auch Feuer. Hier könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Übrigens, die Frage des Tages habe ich noch gar nicht gemacht. Die machen wir dann am Ende. Warten wir einfach mal auf. Geht um Ural Airlines. Genau. So. Also wie gesagt, Qatar Airways könnt ihr auch unten schreiben, was ihr davon haltet von der Geschichte, dass man bei Qatar so viel Feuer und Fleck macht, ob das sinnvoll ist oder nicht. So ist das. Jetzt haben wir um 15:06, 15 Minuten, 6 Sekunden den Deal, so ein Deal. Und das ist ein Finnair-Deal in der Buchungsklasse EVIDA. Das ist ein, bei Lufthansa hieß das früher Superflieger und Spar. Jetzt heißt die ganze Bude etwas anders. Und zwar heißt das Ganze da natürlich... Superlight-Ticket. Ich weigere mich, aber ich fliege gerne Superlight, weil es ist halt Superlight, weil du kannst kein Gepäck mitnehmen, beziehungsweise Light-Tarif. Wenn du aber Status hast, kannst du trotzdem Gepäck mitnehmen und alle Annehmlichkeiten benutzen. Gibt halt weniger Punkte. So einfach ist das. 1299 Euro kostet die Bude. Und ich gebe euch mal einfach die
Streckenführung. Da seht ihr das, es geht einmal um die halbe Welt, so wie es aussieht auf der Kugel, von Helsinki über Schweden, Norwegen, Grönland und so weiter, Kanada nach Chicago rein, sind 4.436 Meilen, 8.876 Meilen zusammen. Dann gibt es für die ganze Bude in I, wie ihr seht, also gestern hat er mir es auch schon nicht gegeben. Er hat mir das ja, das finde ich ja auch so voll lustig. Ne? Also er gibt mir hier nicht die Meilen, dafür habe ich ja das Fenster hier vorbereitet. Dann gucken wir mal, was da passiert. Also das ist ärgerlich, aber dann machen wir das doch einfach so, dass wir hier gucken, vielleicht überlisten wir ihn. Wir überlisten ihn. Ne, er gibt mir nur Katzenwerbung. Also es ist mit den Meilen auch ganz überschaubar gewesen, wenn ich ehrlich sage, ich verstehe es nicht. Also ich weiß nicht, warum die Webseite so doof zu mir ist. Wir machen nur eine Sache, die will ich einmal ausprobieren. Wartet. Ich will euch das nicht vermiesen. So, gucken wir mal. Also die Technik, die begeistert. Nur damit ihr das mal gesehen habt. Er bleibt hier knallbrutal. Ah, jetzt kommt was. Jetzt kommt was. Ich weiß nicht, warum er so lahm ist. Oder warum der Server da nicht antwortet. Das kann es echt nicht sein. Aber schaut einfach selber nach, bevor ihr weiter mit diesem blöden Wild da zu tun habt. Ich kann es euch ehrlicherweise... Es geht. Beschwerden hier, so zack, hier seht ihr ohne Katzenwerbung. American Airlines 13.272, genau wie Iberia. Alaska 11.060, Cathay British, aber auch S7 und Sri Lanka selbe. 8.848 für die Freunde von Malaysia, Royal Air Maroc, Qatar Airways gibt nur 6.636, 6.194 bei den Japanern, LATAM 2.212 und 0. Und logischerweise, Finnair hat auch festgesetzte Meilen dafür. Ich meine, es waren 20.000 pro Strecke. Nee, das ist ja Flex. Dann sind es, glaube ich, 16.000 oder 12. Also, guckt selber nach. Ich habe es jetzt alles so gemacht, wie ich es machen konnte. Und wir haben natürlich, wie immer jetzt, um 18:26 die Frage des Tages. Und zwar die Frage des Tages dreht sich heute um Ural Airlines. Und zwar die Frage ist, wie findet ihr das, dass die Bude einmotten wollen auf dem Feld? Ich finde das relativ krass. Ich finde das auch geil, dass sie einen Zaun drum gebaut haben. Aber meint ihr, dass der Flieger irgendwann mal abhebt? Da bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Und ich bin gespannt, was ihr zu den anderen Themen zu sagen habt. Ich werde wie immer, wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like da gelassen habt, aber auch ganz, ganz wichtig, zum Stammtisch euch angemeldet habt. Und haben wir noch irgendwas? Kanalmitgliedschaft. Werde ich die Fragen beantworten. Also, danke, dass ihr da wart. Bis morgen in Alter und Frische. Tschö mit Ö und Abfahrt. Also, bis dann. Ach nee, ihr kriegt ja noch einen Abspann. Hätte ich fast vergessen. Das ist der Abspann für euch. Also, danke, bis dann. Ciao.